Hallo und herzlich willkommen bei Phonofono in Berlin. Heute soll es um Hi-Fi-Kabel gehen. Verbindungskabel zwischen Lautsprecher und Verstärker innerhalb der Anlage, Digitalkabel, Stromkabel, gar nicht so sehr im Speziellen für ein besonderes Kabel eines einzelnen Herstellers, sondern vielmehr aus einer etwas abgehobenen Sicht eines verrückten Hi-Fi-Händlers wie mir, der Ihnen ein bisschen erzählen möchte, was ich, aber auch was Sie mit Kabeln tun können und was Sie vielleicht auch eher nicht tun sollten. Lassen Sie mich zunächst ganz Grundsätzliches erzählen. Schauen Sie, Kabel, Hi-Fi-Kabel unterscheiden sich in zwei Dingen voneinander, nämlich einmal qualitativ und dann tonal. Das lässt sich häufig nicht ganz sauber trennen. Aber Sie werden feststellen, dass unabhängig von dem Tonalen, damit meine ich also, ein Kabel klingt heller oder dunkler, wärmer oder kühler, mit mehr Bass oder weniger Bass, es auch Qualitätsunterschiede gibt, die sich immer äußern hinsichtlich räumlicher Abbildungstiefe, Fähigkeit des Kabels, Hochtonbereiche aufzulösen, Mittentonbereiche sauber wiederzugeben, den Bassbereich konturiert und kräftig, sauber und klar darzustellen. Diese beiden Dinge zu trennen, lohnt sich für Sie, denn die Qualität eines Kabels äußert sich immer auch im Preis. Wenn Sie also bei einem Hersteller, der wie ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, ein Transparent-Kabel herstellt von 200 bis 20.000 Euro und sogar darüber, werden Sie feststellen, dass diese Kabel tonal sehr ähnlich sind, klingen alle neutral. Sie werden feststellen, dass wenn Sie ein 200-Euro-Kabel gegen ein 2.000-Euro-Kabel tauschen in einer Anlage, Sie zunächst mal tonal kaum einen Unterschied hören, sehr wohl aber in der Qualität. Damit meine ich, das 200-Euro-Kabel wird eine vernünftige, gute räumliche Abbildungsgenauigkeit hinbekommen. Wenn Sie ein 2.000-Euro-Kabel anstattdessen in Ihre Anlage einbauen, vorausgesetzt die Anlage kann das, dazu komme ich gleich noch, werden Sie feststellen, dass die Anlage um Größenordnungen besser räumlich abbildet, viel feiner auflöst, die Höhen viel sauberer sind, die Tiefen viel knackiger, die Mitten viel präsenter, ohne dass sie sich angestrengt anhören. Das meine ich mit qualitativen Dingen. Das heißt, Sie geben das Geld für die Qualität aus. Ob dann ein Kabel tonal zu Ihrer Anlage passt, das hat mit der Qualität erstmal nichts zu tun. Ein guter Händler wie wir hat mehrere Kabelhersteller im Programm, die in der Regel drei Fälle abdecken müssen. Den neutralen Fall, den man fast ausschließlich braucht, wenn man gute, hochwendige Komponenten sinnvoll kombiniert. Dann haben Sie Kabel, die etwas wärmer spielen. Das ist Geschmackssache. Ein bisschen Modeerscheinung brauchen wir relativ häufig. Wir haben sehr viele Vinylhörer, die ein bisschen schöneres Klangbild bevorzugen. Und dann haben wir ja noch Kabel, die etwas härter, etwas präsenter, etwas heller spielen, die wir eher selten brauchen. Konkret, wir fangen eigentlich immer mit Transparent-Kabeln an, wenn es preislich passt. Wir haben Kabel von Straightwire im Einstiegsbereich. Wir haben einzelne Kabelserien von Kondo, die Silberkabel, die im extremen High-End-Bereich fantastisch laufen. Mit solchen Kabeln statten wir in der Regel unsere Anlagen aus. Und wenn es nicht gut klingt, können wir sicher sein, dass es nicht am Kabel liegt. Wenn Sie ein etwas wärmeres Klangbild bevorzugen, probieren Sie im oberen High-End-Bereich ein Kupferkabel von Kondo aus. Probieren Sie vor allem den Crystal Connect-Kabel aus, die früher Crystal Cable hießen. Wenn Sie ein etwas strafferes Klangbild bevorzugen, probieren Sie mal ein Tellurium Silver Diamond oder Black Diamond. Probieren Sie ein älteres Silberkabel von Kondo. Fantastische Möglichkeiten bieten Ihnen da. Lassen Sie mich ein Wort oder zwei verlieren
zu der Frage, welches Kabel für welche Anlage sinnvoll ist. Rein tonal kann ich Ihnen das nur sagen, wenn ich Sie kenne und wenn ich die Geräte kenne. Wenn wir uns nicht kennen, würde ich Ihnen empfehlen, mit Kabeln eines neutral klingenden Herstellers anzufangen, wie diesen Transparent-Kabel. Geben Sie für die Kabel ungefähr 20% des Gerätepreises aus, denn eine solch gute Anlage, die so aufgebaut ist, also ohne digital, sollte bestehen aus einem Teil Plattenspieler, einem Teil Verstärker, ein bis zwei Teilen Lautsprecher und einem Teil Kabel und Zubehör. Ich lasse da verhandeln mit mir. Vielleicht um den Faktor 2. Aber nehmen Sie den Fall an, Sie möchten für 2000 Euro dieses Kabel in eine Anlage tun, wo der Verstärker 1000 Euro gekostet hat. Was passiert da? Bestenfalls werden Sie den Unterschied nicht hören zu einem Kabel, das 200 Euro kostet. Schlimmstenfalls klingt die Anlage schlechter. Warum das? Nun, das Kabel lässt plötzlich alles durch, auch das, was Sie nicht hören möchten. Und eine der häufigsten Probleme beim Kabeltesten ist das, Sie geben zu viel Geld für das Kabel aus. Sie probieren ein zu gutes Kabel für Ihre Anlage. Wenn Sie ein Transparent-Kabel in Ihrer Anlage betreiben und merken, Ihre Anlage klingt schlechter, schimpfen Sie nicht über dieses Kabel, sondern halten Sie inne und schauen Sie, was Sie an schlechten Geräten da haben oder welchen Fehler Sie in Ihrer Anlage haben. Sie können sicher sein, dass Sie auf diese Art und Weise Ihr Hi-Fi-Klangbild extrem positiv beeinflussen, wenn Sie nicht auf das Kabel schimpfen, sondern sich mit der Wirklichkeit beschäftigen. Wenn Sie nun merken, dass Ihre Anlage mit einem solchen Kabel zwar qualitativ viel besser spielt, will sagen, bessere Räumlichkeit, bessere Hochtonauflösung, besserer Tiefbass, bessere präsentere Mitten, Sie aber insgesamt der Meinung sind, dass das Klangbild Ihnen zu hart, zu weich, zu schön, zu nüchtern ist, dann kontaktieren Sie Ihren Händler, zum Beispiel uns, und sagen dem, pass auf, ich habe dieses Kabel, Typ sowieso, hat so und so viel gekostet, jetzt möchte ich das und das haben. Dann kriegen Sie von uns ein Kabel, das etwas tonal wärmer spielt, wenn Sie das möchten, oder das tonal kühler spielt, wenn Sie das möchten. Ich habe bisher Ihnen in die Kamera gehalten ein Signalkabel, also ein NF-Kabel, möchte allerdings nicht verheimlichen, dass Sie die gleichen Tricks auch mit Digitalkabeln machen können und vor allen Dingen sollten, wenn Sie Wert auf Digital-Audio legen. Sie sollten ein sehr spezielles Phonokabel für Ihren Plattenspieler verwenden, denn Phonokabel kämpfen mit anderen Signalgrößen und Impedanzen, müssen also anders aufgebaut sein. Vergessen Sie auch bitte nicht Ihre Stromkabel. Auch hier gilt, wenn Sie beispielsweise transparent Stromkabel verwenden, werden Sie zum einen merken, Ihre Anlage klingt unglaublich viel besser, vorausgesetzt, sie taugt was. Und Sie werden auch da die Euro-Unterschiede hören. Und auch hier gilt, geben Sie für ein Stromkabel auch wieder etwa 20% des Gerätepreises aus. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen zu dieser tollen Anlage, die Sie vielleicht schon bewundert haben, die hier im Hintergrund steht. Devor Lautsprecher, Kondo Vollverstärker, Debeer Plattenspieler mit Kondo IOM-MC-System, Silberübertrager, Phono-Stufe, allen Schikanen. Super. Und ein Digitalsystem direkt neben mir in einer solchen Anlage bei uns. Das sollte Ihnen zu denken geben. Ich habe in einem anderen Video schon den kleinen Bruder dieses Systems, nämlich den Metronome Akku WO, einen Kompaktplayer erzählt, der SACDs spielt und den Wandler eingebaut hat. Was Sie hier sehen, ist die große Kombination aus SACD-Laufwerk, dem passenden Netzteil und dem Wandler mit Netzteil. Akku WO-C für Konverter und -T für Transport. Diesen Geräten werde ich ein anderes Video noch widmen. Hier nur
soll dieses Gerät beispielhaft zeigen, was wir mit Kabeln machen. Als ich das Gerät neu bekommen habe, habe ich das in dieser Anlage gespielt und es war sofort klar, das bricht alle Rekorde. Alles, was ich jemals hier in meinem Geschäft hatte, stellt dieses kleine Monster hier in den Schatten. Ich habe einfach eine CD reingelegt, eine sehr, sehr schöne, recht neue Aufnahme, Beethoven Streichquartett mit Danish String Quartet auf ECM, sehr empfehlenswert. Die CD habe ich hier eingelegt, habe auf Play gedrückt und wusste sofort, wow, das ist eine andere Galaxie. Und habe ein paar CDs gehört, es ist ja mittlerweile auch eingespielt, und sitze so davor und denke mir, ja, es ist schon fantastisch, Auflösung, räumliche Abbildung, unglaublich, dass es mit CD überhaupt geht, hätte ich nicht gedacht. Tonal allerdings hätte ich mir ein bisschen mehr Wärme, ein bisschen mehr Grundton versprochen, ein bisschen mehr Bass. Ich habe mich bei dem Anschluss des Streamers, ein Inhouse Zenit, für ein USB-Kabel von Crystal Connect entschieden, das etwas schöner spielt. Von der Auflösung her gibt es da noch bessere Kabel, aber für Streaming, gerade mit Tidal, mit ein bisschen Hi-Res, was die so nennen, Hi-Res-Streaming, geht das, denn die Qualität über Streaming kann bei weitem nicht mithalten mit dem CD-Laufwerk und daher ist es da eher notwendig, ein bisschen gnädig mit dem Signal umzugehen, damit man nicht zu viel hört, was nicht klappt. Ganz anders hier oben. Hier habe ich mich für ein AES-Digitalkabel von Kondo entschieden, Kupferkabel. Eine perfekte Kombination, gibt ein ganz klein bisschen Grundwärme mit und anfangs hatte ich hier Transparent-Netzkabel dran, damit spielte das Gerät fantastisch, rhythmisch, präsent, lebendig, aber ein Hauch zu neutral, wenn man so will, ein bisschen kühl. Kann man mögen, muss man nicht. War eben mein Wunsch, noch ein bisschen mehr Grundwärme reinzutun und dann hatte ich glücklicherweise ein Kondo-Stromkabel übrig. Und habe das an den Wandler herangetan. Und das war ein Irrsinnssprung nach vorne, genau in die Richtung, wie ich es wollte. Habe dann auch noch ein zweites Stromkabel mir geklaut, in Anführungsstrichen von anderen Geräten hier, für den SACD-Player. Und ich kann nur sagen, diese Kombination ist extrem hinreißend, mitreißend. Es wird Sie begeistern, zu Tränen rühren. Und das mit Schallplatte zu gleichzuziehen oder zu toppen, ist eine Herausforderung. Mit einem Debär absolut gar kein Problem. Der kostet allerdings auch mehr als das Doppelte. Mit einem solchen bringt man auch noch durchaus problemlos möglich. Aber das hier ist das erste Digitalsystem, das ich bedenkenlos in einer solchen Kette einsetzen kann, auch wenn ich weiß, dass sie normalerweise Schallplatte hören. Das ist das erste Digitalsystem, das ich kenne, das diesen Test meistert und das konnte es nur dank der richtigen Kabel. Ich hoffe, diese kleine Einführung in die Kabelkunde hat Ihnen ein klein bisschen geholfen, um vielleicht für Ihre Anlage zu überlegen, was Sie da noch tun könnten, damit sie noch besser klingt. Oder es hilft Ihnen vielleicht, um überhaupt Ihre Anlage vernünftig klanglich abzustimmen. Wenn Sie Unterstützung brauchen, wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie ruhig bei uns an oder kontaktieren Sie Ihren Händler und bitten Sie ihn, Ihnen mal ein paar vernünftige Kabel auszuleihen und besprechen Sie hinterher mit ihm, was dabei rausgekommen ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit. Wenn Sie Lust haben, besuchen Sie uns hier in Berlin. Wenn Ihnen ein anderer Händler lieber ist, besuchen Sie den, grüßen Sie die Kollegen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.